Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Endspurt. Es ist soweit. Ich habe mir heute vorgenommen, das Modul mit dem Steinbruch zum Ende zu bringen. Das heißt mal wieder zum vorläufigen Ende, denn da kommen noch ein paar Sachen später. Ein paar kleine Details, die Fahrzeuge fehlen noch, die Leutchen, Figuren fehlen noch und so weiter und so fort. Aber das ist eine Geschichte, wo es später ist. Die würde ich jetzt bloß abreißen, wenn ich irgendwas mache. Heute zeige ich euch, wie ich alles gemacht habe, was ich den Rest gemacht habe, was ich alles Schönes gesetzt habe und so weiter und so fort. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Jede Woche Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und wir starten auch schon im Hintergrund. Ich habe schon die ersten Büsche gesetzt. Das ist mal wieder das Gleiche, was ich euch schon 100 Mal gezeigt habe, was ich hier nicht nochmal machen werde mit den Büschen wachsen lassen und sowas. Ich glaube, später im Video kommt da noch ein bisschen was. Aber das ist nur ein bisschen Deko, ein bisschen nebenher, weil wir haben es ja schon 100 Mal gemacht. Wir gehen erstmal in den Untergrund. Und zwar habe ich ja da unten die ganzen lieblosen Kabel dran, die von den Holzlaternen, was ich euch in der letzten Woche gezeigt habe, oder als Komplettvideo bei Model Creation, die Holzlaternchen, die ich gebaut habe, die habe ich ja dann da angebracht. Das heißt, ich habe die Löcher reingebohrt, die Kabelchen, die Litzen unten durchgesteckt und habe alles nur Wumms in eine Vago-Klemme reingebaut oder reingemacht, damit das erstmal leuchtet. Das ist natürlich nicht der Anspruch, den ich habe, denn zum einen muss das Modul abnehmbar sein. Wir sehen es hier schon. Ich habe jetzt hier so einen Stecker oben mit einer entsprechenden Leiste, die ich dann anbringen kann. Und das muss abnehmbar sein. Das heißt, wie ich gerade sagte, der Stecker muss ziehbar sein. Logisch, ein Stecker. Und und damit das Ganze eben auch hält, habe ich mir hier im Hintergrund eine Kabelklemme hergestellt. Ja, ich hätte mir auch irgendwas kaufen können. Ich hätte auch irgendwie ein Lochband nehmen können, das da unten ran friemeln oder wie auch immer. Nein, ich wollte es vernünftig haben. Und da ich die Möglichkeiten habe, über einen 3D-Drucker habe ich das natürlich gemacht, habe mir eine entsprechende Kabelklemme hier erstellt, habe vorher natürlich den Durchmesser des Kabels genommen, habe das ausgemessen und mir das danach eben erstellt. Das sieht immer alles so relativ schnell aus im Hintergrund, ist klar. Ich lasse es teilweise mit 10-facher Geschwindigkeit ablaufen. Und das dauert eben alles. Ja, man muss eben alles akkurat machen, das muss eben alles irgendwo passen. Und danach geht es in den Druck. Und das sehen wir jetzt mal hier im Hintergrund. Das habe ich natürlich extrem beschleunigt. Haben manche von euch schon 100 Mal gesehen. Das mag durchaus sein. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ist ein relativ kurzes Video, ihr werdet es gleich sehen. Das wird jetzt gleich auf richtig schnell euch gezeigt werden. Man sieht sowieso nicht alles. Ja, dadurch, dass da ja so ein Druckkopf da drüber ist, ist das sowieso alles ein bisschen schlecht zu sehen. Aber wie gesagt, ich mache das alles selber. Wir haben im Laufe des Videos kommen noch zwei andere Produkte. Das zeige ich euch dann auch nicht so im Detail. Das mache ich auch nicht. Hier sehen wir es mal jetzt wirklich beschleunigt. Deswegen auch mal kurz raus und reingezoomt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Beim Dreh habe ich das gemacht. Aber wie das so langsam wächst, ich finde das schon irgendwo interessant. Und ist schon eine schöne Sache. Also wer die Möglichkeit hat, und ich weiß, das haben ja mittlerweile viele von euch, macht Spaß, macht wirklich Spaß. Ja, mein Drucker steht hier in so einem feuerfesten Gehäuse, aber auch ein Wärmespeichergehäuse. Das heißt, dass der da eben eine konstante Temperatur drin hat und die Drucke dann auch meistens gelingen. Und das kann ich, wie man hier sieht, mit einem Reißverschluss zuziehen, eine ganz feine Sache. Wer die Möglichkeit hat, sollte das auf jeden Fall machen. Ja, hier sehen wir jetzt die Klemme. Ich habe sie hingelegt. Das Kabel, was ich da gekauft habe, das ist für einen Monitor, für einen alten analogen Monitor. Ein 15-poliges Kabel. Ist aber nicht voll durchbelegt, sondern ich glaube nur mit 8 oder 9 Litzen durchgehend. Das reicht mir aber völlig aus. Ich habe eben alles soweit belegt. Ich habe noch zwei dann freigehalten, weil die Fahrzeugbeleuchtung kommt nachher noch. Das heißt, dass die kleinen Bagger und ein Auto oder was weiß ich, das wird ja separat beleuchtet. Das steuere ich ja separat irgendwo an. Und das kommt eben später. Das werde ich euch dann mal irgendwann mit zeigen in einem Video oder sowas. Mal mit dabei. Keine Ahnung, wie ich es machen werde. Auf jeden Fall kommt das irgendwann, wenn ich soweit grob durch bin. Dann geht es an die ganzen wirklichen Feinheiten ran. Und ja, das zeige ich euch dann eben. Wie gerade gesagt. Gut, ich habe die Kabel jetzt alle abisoliert. Ist klar, das ist alles jetzt hier. Meine Frau wird gleich wieder auflachen. Kein Hexenwerk. Die hat mich nämlich aufmerksam gemacht, dass ich dieses Wort inflationär benutze in meinen Videos. Dass ich das ziemlich oft sage. Aber tut mir leid, das kommt einfach so. Das ist so ein Ding bei mir irgendwie. Hexenwerk. Naja, egal. Gut, nachdem ich es angebracht habe, hier hinten das Kabelchen, die Litze, die da rauskommt, das ist von der Tunnelbeleuchtung. Das hatte ich euch mal vor 3, 4, 5 Videos mal gezeigt. Und das muss natürlich, das hat wirklich gerade so dahin gereicht. Ich habe das vorher nicht ausgemessen, dass es bis zu der Lüsterklemme reicht. Ja, aber es ging halt. Und diese wirklich kleinen, feinen Litzen, die kann man da wirklich nur in diese
Lüsterklemmer einbringen, indem man da Ader-Endhülsen draufsetzt. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das habe ich dann auch noch so gemacht, dass ich teilweise, wenn ich das abisoliert habe, ich habe das mit Feuer gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gezeigt habe, ich brenne die Isolierung dann immer ab, dass ich das dann nochmal zurückbiege meistens. Also dass es nochmal diese wirklich feine Litze da doppelt nochmal ist und dann kommt eine feine Ader-Endhülse drüber und dann passt das alles irgendwo schon. Festkleben tue ich das, ein feiner Deutsch, ich klebe das fest, indem ich auch hier den von mir neu entdeckten, das heißt neu entdeckt, aber ich habe ihn irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl ich ihn da hatte. UV-Kleber, da habe ich jetzt übrigens noch eine relativ große Masse mir gekauft, eine richtig ordentlich große Flasche mit einer ordentlichen starken UV-Lampe, das habe ich aber noch im Vorrat, solange ich da noch was drin habe, macht sich richtig gut, weil man kann eben die Litzen festhalten, macht den Tropfen drauf, geht mit der UV-Lampe drauf und das Ding ist innerhalb von sag mal, 2 Sekunden fest. Das schaffe ich mit keinem anderen Kleber, ja, da sitzt du ewig da oder musst irgendwelche Sachen basteln, passt. Gerade für so ein Modul ist das super oder in den Loks, was ich euch mal gezeigt habe. Das passt schon irgendwo. Hier habe ich jetzt ein bisschen sowas mal reingehalten ins Bild, was ich als nächstes mache. Ich kümmere mich jetzt um die Begrünung. So viel Begrünung wird es hier gar nicht geben, denn das ist ja ein Steinbruch, der kann ja kein Wald beinhalten. Ich habe bis vorhin ganz am Anfang des Videos mal so ein paar kleine Z-Bäume oben drauf gestöpselt, dass die eben relativ klein im Hintergrund wirken. Da komme ich aber nachher nochmal drauf. Da kommt im weiteren Part irgendwann hier im Video dann noch mehr Details dazu. Das zeige ich euch dann noch schön. Hier habe ich bloß mal gesagt, okay, das ist so eine schöne Ecke. Die kann ich dann entsprechend da ein bisschen bewuchern lassen, weil unter so einer Laterne da mäht keiner Gras oder was weiß ich auch. Und da kommen ja auch noch alte Rostteile davor, irgendwelche Baggerschaufeln oder was weiß ich, was ich in die Ecke da hinten noch reinstellen werde. Das war das, was ich meinte, was zum späteren Zeitpunkt. Da kommen dann die wirklich kleinen Teile, ja. Und oder auch ein Bretterstapel, wie ich sie mal gebaut habe für mein Holzlager. Ja, so die alte Bude, da muss ja auch vielleicht mal repariert werden oder irgend sowas in der Art. Hier bin ich bald wahnsinnig geworden. Ich würde sagen, ich habe graue Haare bekommen, aber wahrscheinlich nur in dem Bereich. Dieser Bewuchs. Oh. Ich kann euch sagen, ey, das da vernünftig geklebt hat oder auch aussah, das sieht jetzt noch ein bisschen wild aus. Ihr seht, ich habe es mit einer feinen Schere nachher noch beschnitten. Das habe ich aber dann richtig erst gemacht, nachdem das alles richtig trocken war. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gefilmt, damit das irgendwo glaubhaft rüberkommt, ja, weil Efeu darzustellen in unserem Maßstab ist nahezu unmöglich. Ja, man kann schöne Sachen kaufen irgendwo und aber das ist alles zu groß. Das sind ja Efeublätter, die hätten dann so einen Meter Durchmesser im Maßstab oder sowas. Ja, das geht ja gar nicht. Und deswegen habe ich mich da für dieses, was ich da gezeigt habe, vorhin mal entschieden. Oben habe ich dann noch ein bisschen Streu aufgebracht. Hier muss ich wirklich Obacht geben, die Kleinbäume zu setzen. Es soll ja irgendwo, ich meine, man hat ja begrenzten Platz. Es ist ja relativ weit oben und es soll nach hinten auslaufen. Als wenn die Bäume wirklich im Hintergrund stehen, obwohl sie gerade mal 2 Zentimeter davor stehen. Ja, das soll das Ganze sein. Auch wieder, da komme ich nachher nochmal zu, da mache ich noch was, um das Ganze noch ein bisschen glaubhafter zu machen. Und dann habe ich überlegt, Mensch, dieser Platz da vorne, was willst du da? Da kannst du ja nicht überall einen kleinen Bagger hinstellen und dies und jenes. Da dachte ich, Steinbruch, klar. Du hast ja damals die ganzen Steine dir rausgesucht, hast die da fein säuberlich raussortiert, aber eingesetzt hast du fast gar nicht. Ich habe nachher noch ein paar in dem Steinbruch hinten verteilt, das glaube ich, zeige ich gar nicht. Habe da so einen Haufen gemacht. Ja, Uli hat einen Haufen gemacht. Und habe da noch einen Stein nach vorne hingeklebt und habe dann mit so ein bisschen, das ist Schotter, der bei mir ziemlich schwarz wird, wenn der verklebt wird. Das werdet ihr in einem anderen Video demnächst noch sehen können, da habe ich schon schöne Sachen vorbereitet. Bisschen Bewuchs oben drauf. Ihr seht, jetzt kommt diese ganze Zaubergeschichte wieder mit dem wachsen lassen und. Abluft, da vorne habe ich so ein Abluftsystem. Besser ist das. Und habe mich dann hier auch mal ein bisschen wieder um die Kleinigkeiten gekümmert. Das heißt, um diesen Stahlträger da, der kann ja nicht bloß grün sein, habe ich noch ein bisschen fein verrostet mit einem kleinen Pinsel, da so ein paar Applikationen drauf gemacht. An der Mauer habe ich da so ein paar Stellen entdeckt, obwohl ich die gar nicht schlecht fand, wo die so weiß waren. Aber das passt schon irgendwo. Jetzt ist das, was ich vorhin sagte. Hier beklebe ich nämlich die Bäume von hinten nochmal mit so einer Foliage. Das heißt, es ist so eine, die für Ranken ist. Ja, da sind so diese weißen Fäden mit drin. Und habe das dann alles ordentlich verklebt. Denn wie gesagt, das ist ein Modul, was ich abnehmen können muss. Und damit ich das irgendwo, ja, dann nicht alles abfällt, wenn ich es mache. Hier baue ich jetzt einen Halter und zwar für diesen Steckerbalken, wo der Stecker mal reinkommt. Den kann ich dann so drüber schieben, den habe ich mir also auch selber entworfen. Ist eine feine Sache. Der kann man da so reinstecken. Das geht wirklich so richtig schön fluffig, weil diese Steckerleiste ist von hinten das wie so eine Art Schaumgummi dran. Und das geht super und das klebe ich nachher, das sehen wir nachher noch, unter meine
unter meine Anlage, unter meine Strecke drunter und dann kann man den so reinschieben, dann ist das super, ich muss es also nicht festbohren, das geht sowieso nicht bei dem, weil der keine Löcher hat, aber ich wäre da gar nicht hingekommen. Ich habe da hier nur so viel Platz oder so, da kommst du mit dem Akkuschrauber gar nicht drunter, das geht gar nicht. Und habe jetzt dann endlich mich damit beschäftigt, die ganzen Kabel dort anzuschließen, ja, und die Widerstände anzulöten. Das ist zum Beispiel ein Baustein, den habe ich mir gekauft, der ist von Tams. Der ist für Laternchen, das heißt, dieser regelt dann entsprechend, dass die Laternen eine nach der anderen angehen, dass die so ein bisschen flackern zwischendurch, dass die auch flackern beim Angehen, das zeige ich euch nachher alles noch schön. Und hier ist halt die Stelle, was ich gesagt habe, wo das drunter muss, das habe ich dort oben angeklebt. Und kann das jetzt schön reinschieben und bei Bedarf auch wieder abmachen, wenn ich mal ein Kabel ändern muss. Da muss man ja rankommen an die kleinen Schrauben. Super Sache. Also wie gesagt, diese 3D-Drucker, nicht nur für Modelle, auch so für Zubehör. Eben meine Vago-Halter hier im Hintergrund und. Das ist alles eine super Geschichte. Alles schön beschriftet, da kommen dann die kleinen Fähnchen dran. Dann wird alles hier eingetragen in meine Liste. Habe ich schon öfters gebraucht. Entschuldigung, dass ich eben weiß, was wo ist. Das macht ihr wahrscheinlich alle so oder jeder hat sein eigenes System. Hier habe ich noch einen Halter gedruckt, das zeige ich euch natürlich nicht, habe ich ja gesagt. Der ist jetzt dafür da, dass die Platine auch gehalten wird. Auch die kommt da drunter, weil hier würde ich von oben, wenn ich es einbaue, nicht mit dem Schrauber rankommen. Ja, deswegen war diese 45 Grad Winkel und ich kann dann vorne eben die Kabelchen anschrauben, wenn ich mal was ändern will. Und komme da wunderbar nach dran an die ganze Geschichte. Hier setze ich das Modul jetzt ein. Ihr seht da oben die Bäume, das kann man so machen. Gefällt mir ganz gut. Stecker ran hier unten, Wumms, dann ein bisschen festgeschraubt. Das muss aber auch nicht sein. Das ist ja wie beim Rechner, wie gesagt, hinten. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt sehen wir schon, wie ich das Licht auf meiner Modellbahn ein bisschen abdunkle, damit wir in den Genuss der Lampen kommen, wie die so nach und nach angehen. Ja, jetzt sehen wir hier schon, die Tunnelbeleuchtung ist an. Die Verladebeleuchtung sieht man. Ne, jetzt nach, weiß ich gar nicht. Und jetzt gehen die Lampen so nach und nach an da hinten. Finde ich nett, finde ich super, wenn die so langsam so flackern. Dann geht die nächste an. Und das macht eben dieses Tams-Modul. Könnte man selber machen, indem man da irgendwie mit ach Quatsch, wollte ich nicht, diese Bausteine gibt es zu kaufen, warum soll ich mich damit beschäftigen? Da gibt es so viele schöne Sachen und das Friemlicht, das löte ich nicht selber. Also da, na, brauchen wir nicht, das ist da, ja. Und kann man aber auch als lötbaren Bausatz kaufen, geht auch, ja. Und jetzt sehen wir eben die Lampen und jetzt, wie das eben, mache ich mal dieses Licht an und jenes Licht an. Ich finde das nett, ich finde das schön geworden da hinten. Und wenn die Fahrzeuge nachher noch sind, da kommt hier oben, wie gesagt, der Bagger noch in den Steinbruch oben rein. Unten noch kommt ein LKW, der gerade abtransportiert, einer, der gerade aus dem Tunnel rauskommt. Die da, die LKWs, die werden natürlich nicht so bleiben, die werden noch geerbrascht, ein feiner Wort, mit Erbrasch behandelt. Das heißt, die werden schön bemalt, die werden noch gealtert. Also das bleibt nicht so quietschigelb da unten drunter. Habe ich auch schon alles hier im Gange. Und das kommt also demnächst. Wahrscheinlich werde ich euch die Fahrzeuge auf Model Creation zeigen, wie ich die bemale. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Hier sehen wir noch mal einen kurzen Rundumblick. Die Laternen, die Holzlaternen, die ich euch gezeigt habe. Hier unten ist ja der Ausfahrt, das Mini-Stellpult. Das ist ja selbst, das ist mit Rückmeldung allen drum und dran. Habe ich euch ja auch schon gezeigt in einem der letzten Videos. Und hier noch mal so ein Durchgang hier oben, wie gesagt, die Anlage, die ist jetzt relativ dunkel gerade. Das ist nur so ein das helle Nachtlicht, sage ich jetzt mal so. Und habe ich extra gemacht, damit man es ein bisschen hat. Dadurch wirken aber so die Farben so ein bisschen so, ich weiß nicht, also ja, es sieht in Natur immer schöner aus, als man so auf dem Video hat. Das kennt ihr vielleicht auch alle selber irgendwo. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Mir gefällt es trotzdem, also wenn man den Rundumblick jetzt hier macht, die Büsche, die davor jetzt stehen, das heißt, an der Mauer ist alles schön, die Stahlträger und das passt auch alles, wenn ich es abmache, wenn ich es drauf mache, die Büsche bleiben ja dann stehen. Hier ging gerade ein Licht an, das habe ich ja in dem Holzlager gemacht, da ist ja dann der automatische Lichtwechsel drin, da habe ich auch die Platinen damals verbaut, habe ich euch alles schon mal gezeigt. Die Laternen, die man jetzt hier vorne so ein bisschen im Hintergrund sehen, hier, die rechts ins Bild reinkommt, die habe ich übrigens im Nachgang auch noch an das Tams-Modul angeschlossen, das heißt, die gehen jetzt genauso hinten wie die anderen an, so einen nach der anderen und dann flackern die ab und zu mal, so dass ein bisschen Ambiente drin ist, nicht einfach bloß zack, bums, Licht an, Licht leuchtet. Wollte ich nicht. Hier mal ganz kurz der Schwenk noch zum Wald rüber. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht den Wald im Vordergrund gebaut, den ich auf dem letzten Video euch gezeigt habe, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Oder habe ich es doch schon gemacht?
Mein Gott, doch, das habe ich schon gemacht. Schuldigt bitte. Das Auto hier vorne kann auch leuchten, das ist bloß nicht angeschlossen, weil ich das noch bemalen möchte. Da hatte ich ja mal so einen schönen Tipp bekommen. Und dann würde ich sagen, war es das für die Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Schaut euch bitte mal die beiden Videos noch an, die ich hier oben verlinkt habe. Das hilft mir, das hilft den Algorithmus. Da freut man sich immer schön drüber. Und ihr könnt euch was Schönes angucken. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich für euch da. Tschüss.